Grüße an alle, die dieses Video anschauen. Wir leben in großartigen Zeiten. In wenigen Jahren kommt Yahshua HaMashiach, unser Messias, wieder. Ich denke, die Zeichen dafür, die erkennt wahrscheinlich jeder, wenn er darauf achtet. So wie die Welt jetzt ist, so kann es nicht mehr lange weitergehen. Yahshua wird kommen, wird das Ganze beenden und 1000 Jahre regieren mit denen, die ihm dienen und die seinen Vater lieben und ihm mit ganzem Herzen dienen und nachfolgen. Bevor Yahshua wiederkommt, wissen wir, dass die 7 Jahre der sogenannten großen Drangsal sein werden, also 7 Jahre, in der die ganze Erde versucht wird, in der wir zeigen können, aus was für einem Holz wir gemacht sind. In der Zeit wird El Shaddai sehen, wer wirklich zu ihm gehört. Wir werden getestet, wir werden geprüft und es wird eine sehr harte Zeit werden. Zeit von Drangsal, von Hungersnöten, Kriegen, aber auch eine Zeit, in der wir die große Hand und die Majestät von El Shaddai sehen können. Wir, sofern wir leben, werden wir in dieser Zeit hier auf der Erde sein und werden das alles bezeugen. Und ihr müsst mal denken, was das für eine Ehre ist. Wir sind die Generation, die erleben wird, die bezeugen wird, wie Prophezeiungen sich erfüllen vor unseren Augen, auf die Menschen schon seit Jahrtausenden warten. Wir sind die, die Jahrtausende alte Prophezeiungen erfüllt sehen werden. Wir werden die großartige Hand, die Macht und die Majestät von El Shaddai sehen, seine Wunder, seine wunderbaren Wege auf eine Art, die noch nie da gewesen ist. Es steht geschrieben, dass keiner den ersten Exodus erinnern wird, weil der zweite Exodus, also der Auszug der 144.000, so groß sein wird. Wie kann man sich da nur wünschen, in der Zeit nicht dabei zu sein? Israel spricht heute noch von der ersten Exodus, von dem ersten Auszug. Und der wird ein kleines sein vor dem, was jetzt kommt. Wir müssen so froh und so dankbar sein, dass wir das alles erleben dürfen, dass wir die sind, die jetzt leben. Aber wir müssen bereit sein für die Zeit, die jetzt kommt, für die Zeit der Drangsal, des Testens, der Versuchung und für die Zeit, wenn Yahshua HaMashiach wiederkommt. Wir müssen bereit sein, wir müssen seine jungfräuliche Braut sein oder werden, damit wir mit ihm sein können, mit ihm 1000 Jahre leben und danach im neuen Jerusalem leben können. Und in der Zeit, die jetzt kommt, in der Drangsalzeit, ist es so wichtig, also es ist immer wichtiger. Jetzt wird es aber, dadurch, dass alles extremer wird, werden wir die Konsequenzen viel extremer merken, wie wichtig es ist, mit El Shaddai zu sein, seine Gebote zu halten und den Glauben an Yahshua HaMashiach. Wir lesen in Offenbarung 14,12. Hier ist das Ausharren der Abgesonderten, welche die Gebote Els und den Glauben Yahshuas bewahren. Das Ausharren der Abgesonderten, also heilig ist ein heidnisches Wort, das in der ursprünglichen Bedeutung abgesondert bedeutet. Also hier ist das Ausharren der Abgesonderten. Jetzt, in der Zeit, die kommt, müssen wir Ausharren haben. Und abgesondert sind diejenigen, die die Gebote El Shaddais und den Glauben Yahshua HaMashiachs bewahren. Wir brauchen beides. Wir müssen die Gebote halten und den Glaube an Yahshua HaMashiach. Man kann nicht sagen, ich folge Yahshua HaMashiach, aber die Gebote nicht halten. Yahshua HaMashiach hat die Gebote gehalten und hat sie gelehrt. Wenn wir sagen, wir folgen ihm und wir lieben ihn, aber wir halten nicht, was er uns gesagt hat und wir halten die Gebote nicht von seinem Vater, dann halten wir auch nicht, was er gesagt hat. Alles, was Yahshua gesprochen hat, kommt vom Vater. Und Yahshua sagt, wer mich liebt, der hält meine Worte. Seine Worte, seine Gebote. Wenn wir ihn also wirklich lieben, dann halten wir das, was er gesagt hat. Und das, was er gesagt hat, war nicht sein, sondern vom Vater. Und sein Vater hat uns die Gebote gegeben, dass wir danach leben. Das ist
untrennbar verbunden. Der Glaube an Yahshua HaMashiach und die Gebote halten, es gehört zusammen. Wenn wir mit El Shaddai sind und ihm dienen und ihm aus ganzem Herzen nachfolgen und seine Gebote halten und seinem Sohn nachfolgen und unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Liebe, unser Herz, unser Fokus auf ihn richten, dann wird er uns bewahren in der Zeit, die kommt. Und selbst wenn wir dann unser Leben verlieren, dann verlieren wir eigentlich gar nichts. Dann verlieren wir zwar unser Leben, aber nicht unsere Seele. Dann stirbt unser Körper, aber nicht unsere Seele. Weil unser Leben in Yahshua HaMashiach ist. Wir müssen bereit sein für die Zeit, die kommt. Vor allem spirituell. Wenn ich euch das sage, dann sage ich euch das nicht als diese großartige, tolle Person, die dort ist, wo sie sein sollte und die irgendwie als leuchtendes Beispiel vorausgeht. Wenn ich das euch sage, alles, was ich jetzt in diesem Video gesagt habe, das sage ich so sehr zu mir selber als auch zu euch. Ich sage es zu denen, die zuhören, und ich sage es zu mir. Denkt nicht, dass ich irgendwie von oben herab mit euch rede. Lasst uns alles geben, dass wir bereit sind, wenn unser Messias Yahshua wiederkommt und in den Jahren davor, dass wir es erleben, wie er wiederkommt. Ich wünsche euch einen guten Tag und bis bald.